So, willkommen zurück zu Let's Play Evil Quest mit Helsing und Flo. Wir wollen jetzt aus der Pyramide raus. Ja, weil die mich nämlich irgendwie ein bisschen ankotzt. Ja. Also, oh mein Gott, da brauchen wir ja das Springen. Ui. Die Pyramide ist so sandig, ja? Ja, total. Gar nicht. Ich liebe die. Ich bin richtig verliebt in diese Springer-Animation. Das muss ich dir mal beichten. Boah. Göttlich. Ja, Erdball des Todes. Das braucht viel zu lange zum Aufladen. Zack, zack, zack. Plopp. Tot. Weg. Flowpaper. Flowpiper, willst du mich verarschen? Flowpaper, habe ich gesagt. Ups, Piper. Da habe ich aus Versehen außerhalb des Screens geklickt. Aus Versehen? Ja. Sowas macht man nicht aus Versehen, das geht nur mit Absicht. Was ist denn hier überhaupt? Oh. Oh. Oh nee, oder? Da lag noch eine neue Rüstung. Bah. Ups, die hätten wir glaube ich eben gebrauchen können, wenn ich nicht so viele heilen. Ja, das stimmt schon. Wir müssen beim Boss. Hier geht's auch noch nach unten? Das ist doch eine Kiste! Das ist nicht euer Ernst. Du bist nicht sonderlich Nein, gut im Blut. Nein, da war der Attack Ring drinne. Guckt euch den Schaden an, den ich jetzt mache. Nein, hör auf meine Maus oh, zu bewegen. Wow. Was? Ach so, ich habe aus deinem Screen geklickt, Entschuldigung. Ja, TeamViewer. Böser ja. Flo. Klick da einfach glaub... aus meinem Screen raus, ey. Nee, nee, nee. Ach, Entschuldigung. Ey, Flo. Ja? Wann hättest du mal Zeit für einen Livestream? In den nächsten Tagen bis Sonntag, wäre gut. Bis Sonntag? Jo. So ein normalen Livestream oder einen langen Livestream? Also so, jetzt so kommt Freitag gleich, was verstehst du unter langen Livestream? 24 Stunden war klar, ja, ich wusste es. Warum? Wir haben da sowieso keine sonderlich viele, wir haben da sowieso nicht sonderlich viele Zuschauer. Ach, komm. Aber unsere Abonnenten sind halt Abonnenten auch, ne? Und Livestream wäre doch auch mal was Schönes. Ja, und Livestream wäre schon ziemlich geil, ja. Was wir, wo wir einfach zum Beispiel, könnten wir da sagen, wir probieren mal Secret of Mana weiterzuspielen. Ja, das wäre auch ziemlich geil, weil, ja. Wenn ich es bis dahin hingekriegt habe, den Emulator zum Laufen zu bringen. Ah, da liegt das Problem. Ja. Du bist zu blöd, den Emulator zum Laufen zu bringen. Nein, bin ich nicht. Ach ja, genau, der Emulator ist zu blöd, sich hier selbst einzustellen. Oh, warte, nein, du stellst ja eigentlich alles ein. Nee, der Emulator, der will im Moment einfach nicht so, wie wir beide wollen. Das weißt du auch. Deswegen kommen in letzter Zeit auch keine neuen Secret of Mana Parts. Ja, das ist ein bisschen doof. Finde ich allerdings auch. Wann würden wir denn das so machen können? Von 18 Uhr vom Freitag an bis 18 Uhr vom Samstag? Rein theoretisch könnte man das so machen, ja. Oder, ja, wir gucken mal, wie lange wir den Livestream dann halten und so weiter, ne? Ich bin Mensch, ich brauche auch nochmal Schlaf. Oh Mann. Aber es wäre schon eine geile Idee. Dann könnte man ja auch noch ein bisschen Half-Minute Hero zocken. Bis dahin können wir auch schon Worms Reloaded haben. Ja, das ist alles super. So, bist du zufrieden? Ich habe jetzt 27 Antidotes. Wow, ja, ich bin sehr zufrieden. Ich bin total beeindruckt von dir. Warum ich jetzt hier wieder reinlaufe, werdet ihr gleich sehen. Weißt du es noch, Flo? Nicht meine Maus aus dem Screen bewegen. Nicht meine Maus aus dem Screen bewegen, Flo. Ich klicke ja nicht. Ich ja, ich nur... muss aber klicken mit der Maus.
Wow! Du Nudel, ey. Ja, du spielst ja mit Maus. Ich hab's vergessen. Ich hab völlig vergessen, dass der Typ hier mit Maus spielt. Außerdem ist die Maus doch die ganze Zeit außerhalb des Screens. Nee. Nicht? Nein. Bei mir ist die hier oben. Okay. Das ist merkwürdig. Also, Helsing, wo gehen wir denn eigentlich hin? Das ist hier alles so wunderlich. Wir gehen uns eine neue Waffe holen. Und vielleicht ein paar Kisten abstauben oder so. Hat die Ratte mir gerade null abgezogen? Euer Ernst? Vielleicht liegt das am Schild. Was hast du gerade bekommen? Ein Stärke-Tablet. Ah. Ein Punkt in Stärke permanent. Das ist ja super. Ja, allerdings. Super. Muss man alle bis zum Ende des Spiels sparen, dann alle auf einmal verwenden. Da, guck hin. Und er blockt nicht. Jo. Oh nein, ein. Jetzt muss ich sie töten, tut mir leid. Wahrscheinlich bekommt sie dafür aber auch null Erfahrung nur. Oh Mann, sind wir denn schon bereit für einen 24-Stunden-Livestream? Ich ja, du nicht? Oh, ich eigentlich auch. Ich muss nur gucken, ob ich das aushalte. Ich muss mir noch ein paar Flaschen Cola vorher zulegen. Guck mal da. Und das ist kein Gegner. You found the Fire Sword. Yay. Awesome. Fire Sword. Ui, piek, piek, piek. Nicht die Maus aus dem Screen bewegen. Entschuldigung, was soll denn das? Ich versuche mich... Okay, ich nehme die Maus ganz raus. Ich habe jetzt gar keine Maus mehr. Ich wollte mich doch nur anders hinsetzen. Ist ein bisschen gemütlich. Ich hoffe, das hört man nicht, wie ich mich hier bewege. Hier, lies vor. Oh, Entschuldigung. Psst, hey, pal. How would you like to buy a lightning spell? Only, well, like, 99,999 GP. Hey, pal, how would you like to experience your tongue being ripped out through your eye sockets totally free? Hey, wait a second, you're Galvis. That's right, you sniveling twerp. Now give me that lightning spell, or I'll show you your spleen. Here, please don't kill me. Unfortunate. You are a disgusting sever creature who's outlived his usefulness. Peak tot. Ach ey, du hättest ihm aber trotzdem seine Milz mal zeigen können, oder? Das ist gemein. Der war jetzt so neugierig. So ein fieser Held. Was? Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe einfach nur, wie plötzlich überall nur noch Goldmünzen rumliegen. Ich glaub's nicht. Lad mal dein Feuerschwert auf. Und schalt da. Das sind übrigens die Magmabälle, die da wegfliegen. Pam, pam, pam. Ah, nee. Wir müssen jetzt unbedingt ins Eisland. Denn wenn man rein theoretisch ins Eisland geht, dann kommt da so eine Nachricht. Oh nein, hier ist es zu kalt. Ich brauche irgendeinen Gegenstand, um hier weiterzukommen oder sowas. Nein, ähnliches. Er sagt, gegen die Kreaturen, also gegen die Monster da, dort kann ich nichts ausrichten. Ich brauche eine Flammenwaffe. Oh. Okay, dann sagt er eben das, und deswegen haben wir jetzt das bei der Vulkangegend. Magma. Ach so, ja genau. Vermischt man ja öfter mal Eis und Magma. Ah ja. Das ist sehr naheliegend. Eine Festplatte. Hä? So eine externe Festplatte. Nee. Okay. Weißt du, welche Frage ich mir gerade stelle? Da sind doch so eine fliegenden Flammen
Flammschädel im Spiel. Wie kannst du den eigentlich mit einem Feuerschwert Schaden machen? Keine Ahnung. Das ist schon ziemlich komisch. Hast du eigentlich Erfahrung mit Stream sowas? Also nicht wirklich, noch nicht. So, weißt du, ob das automatisch kommt, dass die Videos da gespeichert werden? Nö, das kann ich dir leider nicht sagen. Wenn jemand das weiß, okay, in die Kommentare schreibt. Ist aber gut, sowas zu wissen. Aua. Ja. So, hier oben ist, wie gesagt, die auch null Schaden, ernsthaft? Die Snowfields. Yay. Ach ja, hier haben wir beim letzten Mal die Folge beendet und dann hast du alles kaputt gemacht. Alles. Hast du weiter gezockt, den Spielstand überschrieben und alles gelöscht. Weil es dir peinlich war. Warum ist das jetzt... Ah, das ist die Lightning Spell. Okay. Wie viel zieht denn die ab? Rex. Warum heißen deine alten... Rex? Hat das nicht irgendwas mit Tellerwäscher zu tun? Gibt so einen englischen Spruch, der heißt From Rags to Riches. Das ist in der Art vom Tellerwäscher zu mir. Nein. Was hast denn du jetzt gemacht? Ja, war falsch. Was war denn da oben? Jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst und... Dann... Geht wohin, wo... Ich glaub's nicht. Ich glaube einfach nicht. Oh. Mit mehr Sachen zum Klauen. Hey, wer bist du? Pisani, can you help an old soldier out? What the hell do you want? Come closer, Sonny. A frostbite several months back and have just been lying here waiting to die ever since. Could you defy misery? Dein Internet spinnt gerade. Tut's. I won't kill you, but if you are in a state of abject misery, then that's even better. I'm not going to do you the favor of ending your life. Go ahead and rot. You evil asshole! Get the hell out of my igloo! Okay, der sagt nochmal, dass er dich... Natürlich kann man ihn umlegen. Achso, okay. Entschuldigung, dass ich jetzt mal kurz deine Maus bewege, aber ich sorge dafür, dass mein Internet weniger rumspinnt. Indem ich einfach mal Skype beende. Nein! Das wäre absolut lächerlich. Aber Steam brauche ich momentan ja nicht. Und... brauche ich Fraps nicht wirklich. Das ist also auch aus. Und jetzt hast du deine Maus zurück. Yay. Das ist was Tolles eingekommen. Ein paar Potions. Oh. Hast... Man hört dich wieder nicht. Das wäre natürlich gut jetzt, ne? Warum Warp? Nein, nicht Warp. Heal. Yeah. Aber ein bisschen... Ach nee, das ist über Status. Der hier sieht irgendwie gefährlich aus, den schau ich jetzt mal an. I sense great power in this one. Probably best to keep my distance for now. Ninja. Okay, okay. Ja, Have you heard about the immense power of the ice crystal? Yes, fool! Of course, evil one. I'm sorry I bothered you. Hallo? Flo? Ich höre dich nicht. Das ist ein bisschen kacke. I picked the wrong place, retire. The one only spell I ever learned was Fire 1, and ever since I moved here, people are always hounding me to light their campfires for them.
Why don't you teach me the spell? I lighten your burden, us, and help with starting the fires. I'm not showing you my spell. I'm not going to lose my standing here. Just teach me the spell, or I'll cut off your hands. Well, when you put it that way, Feuer eins, yay. Hörst du mich jetzt? Ganz schlecht. Das ist ein bisschen doof. Ja. Ja? Okay. Kannst du mal ganz kurz die Aufnahme abbrechen? Wir wären dann gleich wieder da, aber ich habe gerade ein paar kleinere Problemchen zu lösen. Naja. Nein, hier kann ich nicht speichern. Moment, mach ich sofort. Du brauchst doch nicht unbedingt speichern, oder? Du kannst auf dem einfach auf dem Screen bleiben. Aber... Nee, ich würde sagen, beenden wir die Folge erstmal ganz. Ach so, ja, gut, das können wir auch. Okay, machen. Dann beim Obwohl nächsten wir nur das Mal werden wir uns auf den Weg zum Ice Cave machen. Und uns da mal ein wenig. Okay. Bis dahin. Vielleicht reden wir auch nochmal mit Dorfbewohnern. Vielleicht haben die ja irgendwas Sinnvolles zu sagen. Ausnahmsweise mal. Mach's mal eine Ausnahme, wa? Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao, ciao.